Hallo Freunde der Spielkultur und willkommen zurück bei Skrulls. Ja, wir werden es ein bisschen let's playen, weil ich jetzt gerade schon seit 2 Stunden rumsuchte. Beziehungsweise nicht 2 Stunden, aber schon so ein paar Matches bin ich dran. Man sieht nämlich, ich habe 1200 Gold inzwischen verdient. Und deshalb ist auch der Grund, warum ich jetzt einsetze bei diesem Part. Und zwar, weil ich das erste Mal im Store Karten kaufen werde jetzt. Und zwar können wir hier nämlich diese Skrull Packs für 1000 holen. Das sind 10 Karten. Oder ich kann halt speziell für eine bestimmtes Kartendeck eine Skrull holen. Scroll oder Karte ist ja dasselbe. Bei Shards, ja, das ist hier Kristalle kaufen. 600 Kristalle kosten 4 Euro. Also sehen wir, dass sogar diese Einzelkarten 25 Kristalle, also kostet die Karte letztendlich sogar ein paar Cent nur noch. Also muss man sagen, ist schon eine recht faire Geschichte. 500 Shards kosten weiteres Deck. Also würde ein Deck sogar 3 Euro kosten. Muss ich sagen, Notch hat er gut gemacht. Ist akzeptabel. Da sind andere Spiele, die zocken ein weitaus mehr ab. Naja, wir holen uns jetzt mal hier das Scroll Pack. Und dann können wir direkt sehen, was wir hier bekommen haben. Ja, mit Grün kann ich nichts anfangen. Beziehungsweise man kann auch Mixed Decks machen. Okay, wir haben einen Burn Spell mitbekommen. Treble Memorial. Ah, okay, wenn ich den setze, mache ich automatisch einen Growth mehr, also kriege ich einen Mana mehr an der Stelle. Mhm. Okay, der nimmt alle Following Turn Enchanted Structures Counter is decreased by 2. Okay. Ja. Nochmal Order. Dann haben wir hier den Quake Spell. Und das war's schon. Das sind die Sachen, die wir jetzt gekauft haben, die uns 1000 Gold gekostet haben. Jetzt finde ich, da war jetzt nicht die Welt drin für mich. So, Sort bei Name, Sort bei Kost. Ach so, hier könnte ich natürlich mein eigenes Deck zusammenstellen. Dann sehen wir hier unten, wie viele sind. Jetzt weiß ich aber natürlich nicht, inwieweit ich das dann zusammenmixen müsste. Das werden wir uns mal ein anderes Mal genauer angucken. Da muss ich mich korrigieren zum ersten Mal. Das hier oben ist nicht mein Deck. Das sind meine Karten, die ich alle besitze, die ich nach Namen und Kosten sortieren kann. Dann kann ich die hier runterziehen und dann gelten die in meinem Deck. Dann kann ich das Deck speichern unter irgendeinem Namen. Und du musst halt 50 Scrolls haben im Deck, um das fertigzustellen. Da können wir noch eine weitere Sache dann korrigieren von mir. Und zwar habe ich letztes Mal gesagt, Trials, das sind auch so Versuchsdinger. Aber wer sich reinklickt, sieht halt, das sind, ja, wie soll man sagen, das sind Trainingsmissionen in dem Sinne, beziehungsweise Storyline oder AI-Kämpfe, die besonderen Reward geben. Also 250 Gold hier in dem Fall. Und davon werden wir uns jetzt mal einem stellen, wo ich echt sagen muss, klar, ich könnte an dieser Stelle verlieren. Dadurch, dass das hier so Herausforderungen sind, startete Gegner teilweise auch mit Einheiten schon von Anfang an, während ich selbst mich aufbauen muss. Und jetzt in dem Fall, ich habe schon 2 Order und kann jetzt auch mehr oder weniger angreifen. So, und am besten setzt das mich jetzt so, die brauchen beide 1. Den werde ich eintauschen. Dann setze ich die Autogun und mache hier das Plating drauf. Das Plating, also Plattenpanzer, das schmeißt halt den Damage einmal zurück, beziehungsweise hält den auf. Und was ich letztes Mal sehr wenig gemacht habe, ist, man kann Karten, also entweder man kann increasen sein Store, also beziehungsweise sein Energiepool hier, oder man kann eine Karte aufsplitten in 2 weitere Karten. Also ich schmeiß eine Karte ab, ziehe 2 Karten wieder nach und würde damit halt einen Teil verbessern. So, jetzt den Fury brauchen wir jetzt gerade nicht. Da werden wir auf jeden Fall noch ein bisschen was rausholen. So, dann setzen wir ihn hier, geben ihm auch Planting. Beziehungsweise die Platten, damit er geschützt ist für einen Angriff. Damit ich halt nicht den ganzen Kram reinkriege. Hier sehe ich aber gerade, der wird als erstes angreifen. So, setzen wir mal den Katapult. Und jetzt würde er hier Sinn machen eigentlich. Aber wir nehmen mal Ressourcen.
reicht natürlich nicht. So, Crown of Strength. Okay, jetzt kriegt mein erster Totemschwung ist ab. Jetzt kann ich den zum Beispiel nicht spielen. Jetzt splitte ich die Karte in zwei auf. Kriege ich hier Inferno Blast. Naja, das ist jetzt auch nicht die Welt. Aber ich kann den mal eben benutzen. Dann mache ich halt ein bisschen Schaden, der mir aktuell nicht so viel bringt. Können die Runde nochmal beenden. Und ja, es sieht schlecht aus. So, splitten wir die Karte. Gut, jetzt haben wir eine Verteidigungsstructure. Und wir haben noch 4 Punkte frei. Und können dann den Gunner setzen und auch den Grottenolm. Ich hoffe, der hat keinen, der durchstartet. Okay, 2, 4 Schaden. Also wird der einen verlieren. Werde ich meinen Verteidiger, meines Wall verlieren. Und er macht's. Ah, ich werde ihn auch verlieren. Ich hätte genau andersrum setzen müssen. Naja. So, jetzt darf er angreifen. Ich muss mich mal anders aufbauen. Ich muss mal ein bisschen aus dem Weg gehen, dann opfere ich mal ein Totem von mir. Na, okay. Warum auch immer der jetzt sofort angreifen durfte. Ach so, wenn er ein Scroll drawt, dann darf er sofort angreifen. So, 2 Point of Damage. Dann nehme ich ihn raus. So, und die Bombe kann ich nicht benutzen, weil die ist dafür da, eine Structure zu zerstören vom Gegner. Aber ist noch nichts verloren. Oh nein! Ich glaube, es gibt Serverprobleme. So, Royal Rendercon bekommt Null Against plus 2 Attack. So, die Bombe kann ich ja eintauschen. Dann haben wir hier den Toolmaster. So, er wird die Runde angreifen, er nicht. Man muss mal gucken. Schützt den auch mal. Damit er wenigstens den Angriff abwehrt. Und kein Schaden hier reinkommt. Aber ich sehe, das ist echt schon mies. Ja, die Artillerie, das ist jetzt... Ah, die macht 2 Schaden hier im Range. Aber die bringt mir in dem Fall noch nichts. Ja, Golem Skin ist auch was mir gerade gar nichts bringt, weil es alle Structures vernichten würde und dadurch kriegt der so viel Attack und Health dazu, wie denn existiert. Deshalb werden wir mal einen Fury machen. Ach so, der gilt für alle Einheiten, nicht nur für meine. Das kann doch gar nicht sein. Na toll. Naja, ich rette den mal. Wenigstens macht der Schaden. Ich habe, glaube ich, falsch angefangen, würde ich mal sagen. Ich hätte einfach nur die Äußeren angreifen sollen, weil jetzt kriege ich nämlich den Salat. Weil es werden nämlich 2 schon umnieten. Weil ich so einen schlechten Start hingelegt habe. Das Herz der Karten war leider nicht mit mir. So, Golemskin kann ich auflösen. Ja, der Ogre ist sehr gut, aber kann ich ja nicht setzen, weil nicht genug Einheitenpower gerade. So können wir vielleicht ein bisschen Schaden nachher austeilen. Obwohl ich finde den Iron Ogre jetzt nicht so berauschend gegenüber anderen sehr teure Einheiten, die ich bis jetzt gesehen habe. Weil er halt keine Spezialfähigkeit hat. Außer, dass der relentless ist, also beziehungsweise trampeln, sage ich jetzt dazu. Und dann einfach die Einheiten, wenn das Schaden Maximum erreicht ist, einfach weiter durchläuft. Genauso wie hier den Mortar. Da wird gesagt im Forum, ja, der ist ganz schön overpowered. Und ich denke immer nur... Ja, aber der ist nur überpowered, wenn der irgendwas trifft auch. So, der macht 2 Schaden.
Die greifen alle nächste Runde an. So, versuche ich ihn nochmal zu schützen. Sehr schön. Alle greifen gleichzeitig an. Vor allem alle kriegen Bonus. Nochmal schön durch Karte. Das größere Problem auch noch vom Oger ist, dass er unglaublich lange braucht, um angreifen zu dürfen. Nämlich 3 Runden. Ich glaube, damit ist das die langsamste Einheit fast. Okay, der General hier hat dasselbe. Aber die haben alle Bonusgeschichten, während ich hier echt immer die Arschkarte habe. Aber jetzt attackieren wieder alle auf einmal. Durch Karte oder durch irgendeine Fähigkeit. Ach so, der General lässt die Units stärker werden und den Countdown auf 0 sinken. Wodurch ich natürlich überhaupt keine Chance mehr habe. Deshalb. So, Concentrated Fire bringt mir nix. Die Pumpe bringt mir eigentlich auch nichts mehr. Die ist eigentlich ganz cool. Aber generell habe ich eigentlich hier verloren. I lose. Und das ist ein easy KE-Gegner. Was aber auch ein bisschen, ne, es ist halt immer auch eine Frage der Karten. Weil wenn ich hier zum Beispiel burn, ist sehr gut. 3 Schaden kann ich damit auszahlen. Ist jetzt gerade natürlich nicht so dolle in die Richtung, dass ich natürlich jetzt den General hier angreife. Das ist nämlich das Einzige, wo das irgendwie Sinn macht. Obwohl, der hat ja 2 Generäle. Der kann alle sofort auf 0 setzen. Der kann also jede Runde angreifen. Deshalb ist das eine schlechte Nummer, wo ich nichts mehr tun kann. Boah, destroy enemy structure. Also bitte. Muss ich mit dem Raiders hier oben wenigstens aufhalten. Ist ja nicht so, dass ich aufgebe. Es kann ja noch was passieren. Immerhin habe ich mal eine Einheit getötet vom Gegner. So, jetzt hat er so viel Power, jetzt wird er mich hier unten platt machen. Dann ist nämlich Feierabend. Bam! Defeat. Tja, Pech gehabt. Keine Punkte bekommen. So, Tournament gibt's noch nicht, aber wir können mal ein Quick-Match machen mit dem Energy-Deck und mal gegen andere spielen. Am Aussehen erkennt man noch nicht, wie der Gegner eingestellt ist. Aber jetzt haben wir auch den Timer oben. Ich fange anscheinend nicht ab an, sondern Couchy ist mein Gegner und der sacrificed erstmal. Und der haut direkt mal hier eine Structure raus. Beziehungsweise hier den Sin Market Zelot. Wenn ich natürlich auch erstmal hier runtergehe. So, dann setzen wir ihn mal für den Angriff. Und das wär's dann auch für meine Runde. Ist übrigens das erste Quidmatch gegen einen anderen Menschen, das ich jetzt bestreite, weil ich bis jetzt immer nur die Trials gemacht habe. Es gibt auch Chat hier an der Seite, aber ich will ihn mal nicht nervös machen, indem ich sage, hey, you are Dr. Proof Let's Plays. Wo dann gesagt wird, ich habe immer vorgestellt, du spielst besser. Gebt mal die Ressourcen aus. So, jetzt wird er angreifen und ihn zerstören. Und er denkt sich schon so, nein! Ach, ich beschwöre einfach einen neuen.
Ja, der Iron Ogre ist natürlich eine geile Sache, aber erstmal brauche ich noch mehr Ressourcen. So. Wirst du dich bewegen oder wirst du kämpfen? Du Mönch. Ach, gegen Menschen ist schon was ganz Entspannteres. Weil der kann genauso dämlich sein wie ich. So, jetzt haben wir den Tool-Typen. Ja, ich gebe mal den Ogre auf. Und zerstöre mal direkt seine Einheit. Ich kriege nämlich da auch eine neue Karte immer beim Burn. And draw one scroll. Und jetzt der nächste Schuss wird nämlich seine Einheit wieder ausschalten. Bam! Ich möchte ja noch nicht das Gute beschönigen, aber es sieht nicht so schlecht aus für mich bis jetzt. So, jetzt hat er Ressourcen sacrificed. So, jetzt nehmen wir den Gravelock Elder, der übrigens andere Gravelocks Kreaturen verstärkt, wenn ich welche mal setze, was zurzeit aber nicht der Fall ist. Couchy, Couchy. Aber es stört mich ein bisschen, da ich nur Proof heiße und nicht Dr. Proof. Ich bin noch ein Doktor und jetzt bin ich nur ein Professor. So, setzen wir dem mal einen runter. Katapult setzen oder nicht? Nee, ich sacrifice nochmal. Im Moment bin ich im Vorteil. Weil er könnte nicht mal meine Mauer durchschlagen, wenn jetzt beide angreifen. Außer er zieht wirklich noch eine Karte dazu. Pushback. Planting behalte ich. Dann setze ich den einfach wieder. Das Einzige, was er geschafft hat, ist, dass ich jetzt die Runde nicht angreifen kann mit dem. Weil wenn er jetzt nicht irgendwas verändert, kann er meine Wall nicht durchschlagen. So, da ist auch ein Gravelock direkt. So, wir können 3 Schaden austeilen. Jetzt gucken wir mal eben, was kann er? Er ist spiky. Achso, wenn er Schaden kriegt, schmeißt er Schaden zurück. Er ist auch der nächste, der angreifen würde. Also ganz einfach schalte ich den aus. Dann setze ich ihn mal zurück. Setze hier noch einen Gronk. Beziehungsweise so ein Graveyard. Der wird dann verstärkt durch ihn. Und gehe in den nächsten Turn. Und jetzt wird noch angegriffen. Und ich schalte noch eine Einheit von ihm aus. Ach ja, sieht doch gut aus. Ich bin kein Loser, nur gegen KI. Gegen Menschen kann ich bestehen. Und das schon nach 10 Runden. Deals 1 Damage, also bitte. Da ich ja eigentlich ein Damage-Deck habe, durch das rote Deck, ist es eigentlich ganz interessant, weil ich mich immer erinnere an Damage-Decks früher bei, wie heißt das? Magic. Die waren halt natürlich immer voll heftig. Da hat man immer Meteor gespielt 20 Mal und hat halt nur auf Fresse bekommen.
So, machen wir hier Blocker, dann machen wir Fury. Dadurch greifen nämlich all meine Einheiten da hinten an. Und dann kann ich mich den ersten Schaden austeilen. Auf ihn. Und er hat schon keine Kreaturen mehr. Beziehungsweise kriegt er gerade wahrscheinlich voll das Muffensausen und denkt so, bah, rotes Deck, total overpowered. Und ich denke nur, geiler Scheiß. Oh, die kenne ich ja noch gar nicht. Es ist nur ein Obelisk. Er kann sonst nichts. Er ist eine Wall. So, Bombe de Mort bringt mir auch nichts. Das bringt mir auch nichts. Dann schieben wir ihn beiseite und setzen hier den Dicken hin, weil der wird die Mauer pulverisieren. Mein Cannon-Automat. Und er kann hier Schaden auf den unteren, auf das untere Idol. Komm. Mach was. Verteidige dich. Sei ein Mann. Sonst bin ich ja immer der, der die Arschkarte hat. Was man übrigens auch zu dem Modus von Quickmatch sagen kann, ist, dass man nur 6-mal am Tag im Quickmatch Gold verdienen kann. So viel ich gelesen habe. Weil die nicht wollen, oder war es Match Order? Geplante Matches. So, er hat 4 Leben. Ich weiche einfach aus. Er geht nach oben. Vielleicht hätte ich ihn dahin schicken sollen, aber er tötet ihn ja mit einem Schuss. Dann setze ich ihn hier. Ihn kann ich nochmal aufsplitten. Okay, Bombardement wäre jetzt, alle Units können dann angreifen, aber wir haben ja gerade viele Ranged Units, die angreifen können, deshalb hebe ich mir das auf für nächste Runde. Aua! Aber ich habe auch Kartenglück, muss ich sagen. Keine sinnlose Artillerie, außer jetzt mal hier. Beziehungsweise diese Artillerie ist natürlich nicht sinnlos. Aber jetzt haut er den General hier raus. Was ja ein bisschen ärgerlich ist. So. Aber werden wir Folgendes machen. Und zwar setzen wir die runter jetzt. Zum einen zerstören wir dem seine Structure so. Dann machen wir Bombardement Spell. Jetzt greifen nämlich alle an. Und da wird ihm erstmal der Arsch auf Grundeis gehen. Okay, jetzt vielleicht Concentrate Fire hätte ich irgendwo noch herholen können. Aber der General ist auf jeden Fall erledigt. Vielleicht ist jetzt ein guter Zeitpunkt aufzugeben, wenn er weiß, wo er es machen kann. Aber er wird weiterkämpfen. Kaochi. Ah ne, er macht einfach weiter anscheinend. So, jetzt können wir Concentrate Fire noch machen. Dann feuert der nächste Mal nämlich 2-mal. Er zerstört jetzt oben den. Und die in der Mitte werden das nächste Mal den zerstören. So. Können wir nochmal Fury machen. Und jetzt werden wir ihn, glaube ich, schon zerstückeln. Ja, weil der kann 2-mal feuern. Bam! Sieg! Sogar 4 Odems getötet. So, Victory, 175 Points für den Sieg. Nochmal ein GG schreiben, auch wenn er schon raus ist. Aber das war's jetzt erstmal. Das war erstmal ein Quick-Match. Und mal gucken, wie mein Fazit, wenn ich noch weitermache, aussieht dann. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao, fast vergessen.